Kapitel 7. Dann sagte Jahwe zu Noah: Komm du mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn du bist der einzige Gerechte in dieser Generation. Nimm dir von allen reinen Tieren je 7 Männchen und Weibchen mit, von den unreinen aber nur je ein Pärchen. Auch von den Vögeln bringe je 7 Männchen und Weibchen mit, dass jede Art auf der ganzen Erde erhalten bleibt und sich vermehren kann. In 7 Tagen werde ich einen Regen über die Erde kommen lassen, der 40 Tage lang, Tag und Nacht andauern wird. So werde ich alles Bestehende, alles, was ich gemacht habe, von der Erdoberfläche wegwischen. Noah machte alles genauso, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Als die Flut über die Erde hereinbrach, war Noah 600 Jahre alt. Er ging also mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Frauen in die Arche, um sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Alle reinen und unreinen Tiere, die Vögel und die Kriechtiere, kamen paarweise in die Arche. Je ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott es Noah befohlen hatte. 7 Tage später kamen die Fluten über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, wurden die Schleusen des Himmels geöffnet und alle Quellen der großen Tiefe brachen auf. Es regnete in Strömen 40 Tage lang, Tag und Nacht. An dem oben genannten Tag also war Noah mit seinen Söhnen Sem, Ham und Japhet mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche gegangen, um mit allen Arten von Wildtieren und Herdenvieh, Kriechtieren und vielfältig gefiederten Vögeln. Alle Lebewesen, alle, die Atem in sich hatten, waren paarweise zu Noah in die Arche gekommen. Es waren immer ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott es Noah befohlen hatte. Dann schloss Jahwe hinter ihm zu. 40 Tage lang ergoss sich die Flut über die Erde. Das Wasser stieg und hob die Arche vom Boden ab. Es stieg immer höher und höher, bis alle hohen Berge auf der Erde zugedeckt waren. Mehr als 7 Meter hoch deckte das Wasser die Berge zu. Da ging alles zugrunde, was auf der Erde lebte und sich regte. Vögel, Herdenvieh und wilde Tiere und alle Menschen. Alles, was ein Lebenshauch in sich trug und auf dem Festland lebte, ging zugrunde. So löschte Gott alles aus, was auf dem Erdboden bestand. Vom Menschen bis zum Herdenvieh, von den Vögeln bis zu den Kriechtieren. Alle fanden den Tod. Nur Noah und alle, die mit ihm in der Arche waren, blieben übrig. 150 Tage lang überflutete das Wasser die Erde.